Oder ich würde sagen, wir steigen ein mit Eligella. Here we go, Eligella. Oh. Why always me? Uop, Makum Balotelli. Und zwar werden wir jetzt nach Paris fliegen. Wir werden. Digga, was ist das für ein geiles Bild? Oder wir wurden eingeladen zum. Boah, Tokyo Drift gucken wir auch. Ballon d'Or. In Paris findet das Ganze statt. Ballon d'Or. Frag mich nicht. Ich bin da, ich habe da keinen Auftrag. Ich wurde da, wie gesagt, eingeladen. Wie, von wem, weshalb und so erfahrt ihr alles später nochmal in dem Video. Ist natürlich eine Ehre für mich. Bin sehr, sehr großer Fußballfan. Mein ganzes Leben besteht aus Fußball. Und das ist was sehr Besonderes, auch für mich. Anton wird auch am Start sein. Ich glaube, wir sind die einzigen deutschen Creator, die vor Ort sind. Ich weiß nicht, wer da noch so alles am Start sein wird. Wiska war ja schon letztes Jahr, ne? Wird auch mit den ganzen Fußballern. Mal gucken, wer da alles kommt. Ich habe eine minimale Hoffnung, dass Cristiano Ronaldo kommt. Ich glaube aber nicht, weil ich glaube, das macht er nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz ist es was sehr, sehr Besonderes und ich freue mich drauf. Ich nehme euch mit. Mal gucken, was ich da alles so filmen kann. Ich weiß selber noch nicht wirklich viel, aber das wird, glaube ich, richtig geil. Lasst gerne ein Like auf dieses Video da. Ist was Besonderes. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und genau, checkt alles aus. Ich habe mir auch extra einen Anzug geholt, weil man muss mit Anzug antanzen. Und ich habe mir eine Fliege geholt. Ich sage, ich sehe aus wie Gavi im Anzug. Und jetzt sag mir noch einmal, dass ich nicht aussehe wie Gavi. Ich weiß gar nicht, ob er heute auch da ist. Ich glaube aber nicht. So, Melina fährt mich zum Flughafen. Was sagst du? Wer wird Ballon d'Or Gewinner? Vinicius Junior, sag ich, weil er eine gute Saison hat. Ja, wo spielt er denn? Ja, in Madrid. Das habe ich hier erzählt. Sie denkt, sie ist hier Fußball-Knowledge. Was ist da für eine Nationalität? Das hat mir Eli vor 2 Minuten gesagt. Nee. Portugiese? Nee, Brasilianer. Das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Jetzt geht er zum Flughafen. Ich bin erstaunt. Man fliegt nur 1,5 Stunden nach Paris. Das ist voll krass. Boah, das ist echt geil. Karte angeschaut, Eli, Paris liegt. Ja, ist in Frankreich, Deutschland, Nachbarländer, ist in Ordnung. Aber 1,5 Stunden? Ich fahre nach Düsseldorf. Heute ist Montag. Ich wäre eigentlich bei der Icon League gewesen. Ich würde nach Düsseldorf wieder 5 Stunden fahren. Und nach Düsseldorf fliegst du auch 1 Stunde fast. Boah, abtören, sag ich ehrlich. 50 Minuten oder so. Also, schon krass eigentlich. Apropos Icon League. Naja, wenn das Video online ist, ist es schon zu spät, ne? Wir streamen heute das erste Mal auf dem Icon League Kanal. Wird nicht so laufen wie auf meinem Kanal, gehe ich mal davon aus. Aber nichtsdestotrotz supportet das Ganze, weil irgendwann wird das Ganze immer bei der Icon League laufen. Wir versuchen den Kanal groß zu machen und da ist es einfach einfacher, erstmal die Icon League an sich groß zu machen. Das ist am einfachsten über einen großen Account, der schon immer da und einmal kann man, denke ich mal, das verschieben, weil für mich ist es was Besonderes. Und übrigens danke an Tops, dass sie mich da. Hä, wo sitzt der auf einmal? Geladen haben, Freunde. Sehr, sehr korrekt von ihnen. Vielleicht kommt da in Zukunft noch ein bisschen mehr. Sie haben mir einen richtig coolen Tag ermöglicht, den ich so niemals erleben könnte. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Grüß geht raus. Eine Sache will ich hier auch nochmal festgehalten haben, dass wir es einfach mal schwarz auf weiß haben. Meiner Meinung nach ist der Berliner Flughafen mit Abstand der größte Müll. Hat gar keinen Sinn, Bruder. Du kannst von Berlin gar nicht direkt fliegen irgendwo hin. Nicht mal nach Dubai kannst du direkt fliegen. Also die haben einen neuen Flughafen gebaut, der nicht größer geworden ist. Das ist voll der Chap, Digga. Deutschland. Egal wo ich war. Köln. Also das hat keinen Sinn, wirklich keinen Sinn, nichts, gar nichts. Frankfurt, Düsseldorf, München. Egal was, die sind alle besser, meiner Meinung nach. Also was hier an Logistik abgeht, kannst du nicht erzählen. Hier sind irgendwie auch immer alles so unfreundlich oder fast alle. Diese ganzen Mitarbeiter, so viele von denen sind unfreundlich, so grundauf einfach. Also Freundlichkeit, keine Ahnung, die ganzen Türken sind eigentlich ganz freundlich. Gepisst, ohne Sinn. Also als Türke wirst du da irgendwie gut behandelt, Digga. Gibt doch ein paar natürlich, die sind nett, aber es ist verrückt, was hier abgeht. Wir sind in Paris angekommen, Pariser Flughafen. Ich habe mir erstmal ein Croissant geholt. Live Tasting. Schmeckt wie in Deutschland. Aber ich bin auch am Flughafen, ne? Ich glaube, in der Stadt kriegst du richtig geile Croissants. Generell das Essen, glaube ich, hier ist auch schon sehr gut. Danke dir. Ich bin angekommen in Paris. Ich habe gerade eine Info bekommen, dass Vinicius Junior anscheinend nicht den Ballon d'Or bekommt. Alle sind schockiert, weil ich glaube, alle dachten, dass Vinny den holt. Wir sind jetzt hier. Paris sieht original überall so aus. Die ganze Zeit. Hat einen Charme, einen gewissen Charme. Da vorne so mit Rosen und so. Das ist wirklich, das sieht alles hier so aus. Die Stadt. Ja, die Innenstadt sieht so aus, Digga. Stadt der Liebe. Ist da Kinderverarsche. Ist nicht die Stadt der Liebe. Gibt es so krasse Unterschiede bei Flughäfen? Ja, Berliner, Sane, du musst dir überlegen, warum Berliner Flughafen Hate kriegt, ist, weil der neu ist. Das ist ja das Ding. Wenn der nicht neu wäre, wäre er krass. Aber du musst dir überlegen, die haben Berliner Flughafen einfach neu gemacht und das hat keinen Sinn. Alles hier ein bisschen Film. Ich glaube, abends vielleicht ein bisschen romantisch. Ja, beginnt das Hotel. Kurze Roomtour. Wir sind im Hotel angekommen, dass wir das hier mal festgehalten haben. Wenn jemand sagt, ich kann kein Englisch, der soll mich nicht nerven. Ich komme in jedem Land klar. In jedem Land. Mein Englisch ist
Very good. I understand everything. Und manchmal kracht es ein bisschen bei meinen Antworten und die richtige Zeitform, aber die Leute wissen, was ich möchte. Die verstehen das. Cash, can I pay cash? Yeah, no problem, you can play cash. Okay, thank you. Bla bla bla. Und alles, was die mir sagen, verstehen. Wow, geiles Hotelzimmer. Nicht zu 100%. Das ist das Gute. Weil ich sag, verstehen nochmal wichtiger als selber reden, weil du kannst viel gestikulieren, mäßig. Vorhin Taxi, ich wusste nicht, ob das heißt, ob das frei ist. Aber Franzosen reden gar kein Englisch, Alter, ja. You are free. Ne? Aber Sedat, Marlon, dankeschön. Der hat mich nicht verstanden. Dann, weil hier kracht es auch ein bisschen bei den Leuten mit Englisch. You are free? Oder ich hab, ey, eine Frage. Kein Disrespect und kein irgendwie unterstellen oder sonstiges. Aber ich hab wirklich eine Frage aus. Ich meine das wirklich ernst. Ohne Rassismus-Hintergedanke oder so. Eine Frage. Boykottieren Franzosen Englisch? Also ist das extra? Wird das so in Frankreich gecancelt, Digga? Weil es ist wirklich mir aufgefallen, die sprechen kein Englisch. Wobei ich mir denke, Bruder, Wallah, mein Vater, der kann nicht mal richtig Deutsch, der kann aber ein bisschen Englisch, so richtig so Penner-Englisch. Aber die Franzosen machen gar nicht, Bruder. Und ich denke, ich frage mich dann so ohne Rassismus-Hintergrund gar nichts, ich frage mich einfach nur aus Neugier, wird das da gecancelt oder also wird das da richtig boykottiert oder also gibt es da ein Problem mit oder machen die das extra nicht? Yeah, okay, gut. Viel, ihr könnt viel mit Körpersprache machen. Versteht das mal? Ich hab's gerade Keine Ahnung, vielleicht gab's ja mal irgendwas zwischen Franzosen und Engländern, weiß ich nicht. Ich weiß es ja nicht. Lesen. Komplett Real Madrid kommt anscheinend deswegen auch nicht. Vinny gewinnt nicht. Bellingham wird nicht da sein. Carlo Ancelotti wird nicht da sein. Mbappé wird nicht da sein. Und Vinny wird nicht da sein. Das ist ein bisschen schade. Ich habe mich eigentlich auf die auch gefreut. Und ich dachte auch, dass Vinicius Junior gewinnt, wie viele andere da draußen. Also es kommt sehr überraschend. Finde ich aber besser, als wenn man schon vor 2 Monaten wusste, wer gewinnt. Was ich schade finde, ist, diese ganzen Journalisten, das wäre so eine Überraschung gewesen, wenn alle vor Ort sind, wirklich niemand weiß, ob man gewinnt oder halt nicht gewinnt. Früher war das noch so. Früher hast du erst erfahren, wer richtig gewonnen hat, wenn die Leute halt announced wurden dann, ne? Kann niemand was dafür, außer halt die Journalisten. Ich denke, es wird trotzdem eine geile Veranstaltung und ja, wir sehen uns gleich. Ich war gerade duschen und das ist die Aufstellung für heute. Hemd, Hose, Jackett, Krawatte, die ich nicht selbst binden kann. Meine Schwester hat die für mich geholt. Die hat einen leichten Blauton. Die ist dunkelblau. Ja, habe ich mir gerade auch aufgefallen. Das ist nicht so cool, dass das einen Blauton hat, sag ich ehrlich. Ich ziehe mich jetzt an und dann seht ihr Jello mal in Anzug. Ich habe mich jetzt angezogen. Die Frage ist, wie macht man sich diese Krawatte rum? Ich habe es jetzt 5 Minuten probiert, ich krieg's nicht gebacken. Ich bin fertig. Guckt euch an. Die Krawatte habe ich einigermaßen hinbekommen. So sieht Jello aus. Ich sehe aus, als wenn ich ein paar Versicherungen verkaufe. Oh, Anton ist auch da. Ach du Scheiße. Guck mal, das ist krank. Das ist zum Beispiel schon wieder ein bisschen krank. Warum, Digga? Der Anzug hat mir Glück gebracht letztes Jahr, wo ich Leo getroffen habe hier. Der Mann wird aber heute nicht da sein. Ja, ist nicht schlimm. Ich küsse Lamin auf die Stirn. Der wird da sein, oder? Wegen Golden Boy auch. Ich glaube, Kopp hat Trophy bekommt. Letztes Jahr hat er Golden Boy Award bekommen. Aber das kann er doch nochmal, oder? Der ist doch nur 17. Ich glaube, man kann das zweimal holen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Wir haben noch nichts gegessen. Wir nehmen euch mit. Also ich sage, das ist eine Quatschidee. Wir gehen jetzt vorher essen. Wir haben ein weißes Hemd an. Komplett overdressed. Wir hocken hier in irgendeinem Café in Paris. Und wenn ich mich jetzt wollte, So, Pizza ist da, die sieht sogar echt gut aus. 10 von 10, ne? Ja, safe. Ah, okay. Oh, oder? Die unterhalten sich jetzt auf Spanisch. Das ist der Mann, der uns da hinbringt, unser Fahrer. Die unterhalten sich auf Spanisch. Ja, ich habe vorhin ein bisschen mit denen auf Englisch geredet. Soll ich mal fragen für euch? Sorry, do you think I can speak? Think. Really good English? I can good speak English? Okay. Bruder! Hä? My English no? is not perfect, but I can try, yeah. No, his English. My English. Ah, your English? It's good? Yeah, it's good. Yes? It's good. Yeah. Thank you. Na, wieder scheiße, ne? Ja, natürlich kann er. Junge. I can good speak English. Digga. Was für ein Abschluss hat er eigentlich, Eli? Also aus Neugier, nicht jetzt wegen seinem Englisch. Was hat er so eigentlich gemacht, so schulisch? Weiß man das? Fachabi hat er gemacht, stark. Abi oder Fachabi? Boah, Fachabi ist stark, Digga. Hö, Digga, aber bei Fachabi, da kann man ja eigentlich gar nicht schlecht Englisch reden. Wenn du Fachabi hast, da bist du ja die ganze Zeit mit Englisch konfrontiert. Also du hast ja die ganze Zeit Englisch. Can I pay with cards, the bill, please? Yes. Wir sind jetzt auf dem Weg, wir sind im Auto. Mein Englisch 50-50. Brettern jetzt. Dahin bin ich sehr gespannt. Erste Mal. Schon ein bisschen. Fachabi ist Penner, Bruder. Tschüss, was am Menorim? Ich schwöre, ich habe Realschulabschluss. Ich weiß nicht, mit was für breiter Brust ich das sage. Für mich ist Realschulabschluss, Wallah,
Ich gehe davon, also wisst ihr, wie sich das für mich anfühlt? Ich meine das richtig ernst. Ich gebe damit an. Also ich bin nicht nur stolz drauf. Für mich ist das so krass, dass ich damit angebe. Digga, weißt du überhaupt, was für einen Abschluss ich habe? Realschulabschluss. Weißt du, was ich meine? Geil. Wochen, dass die Realspieler nicht da sind. Oder dein Englisch ist auch nicht krass. Ja, mein Englisch ist auch nicht krass, aber ich kann Englisch reden. Ich habe Bauchschmerzen vom Crab Eli. I can speak English. My Aussprache is also not so bad. So I can communication with other people is not problem for me. Bro, I can speak in every country. I can speak. I can make jokes. I can make everything with the guys. I can make. Alles Schwedisch, I can make everything, it's no problem for mich. Wirklich? Ich hab schon gekracht im Hotel, ja. Digga, wir sind jetzt gleich vor der Halle. Die Leute klettern darauf, um das sich da hinten anzugucken. Und Paris ist Wahnsinn vom Verkehr, ne? Ist das geisteskrank. Ja, aber an dem Tag Ballon d'Or, deshalb ist da so viel. Guckt euch das hier an. Verrückt. Alter Schwede, ist das krass hier. Das ist alles so voll. Französische Polizisten, mit denen ist auf jeden Fall nicht gut Kirschen essen. Digga, wir zeigen denen unser Invite, aber die können kein Englisch. We are invited. No, sorry. Dann sind welche hergekommen und wollten Bilder mit uns haben und dann haben die gecheckt, okay, die dachten, glaube ich, dann vielleicht sind es Fußballer so. Dann haben die das so gesehen und jetzt. Das ist immer Jackpot-Chat. Immer wenn es bei irgendwelchen Veranstaltungen, so mit Engländern oder keine Ahnung, so bei Veranstaltungen, wo man eigentlich Chara ist. Wie bei Ballon d'Or. Jeder deutsche Influencer ist ein Airy da, so als ob die dich kennen. Dort Fotos mit Zuschauern zu machen, ihr wisst gar nicht, wie jeder Influencer sich freut, da mal erkannt zu werden. Weil automatisch, du bist gerade an einer Veranstaltung, wo du der größte Airy bist, aber dann kommen dann Leute, machen Fotos mit dir und diese Leute, die Fotos mit dir machen, pushen dein Image bei dieser Veranstaltung. Deshalb, dort Fotos ist immer wichtig, Digga. Wenn ihr irgendeinen Influencer seht, bei irgend so internationalen Dings, wo andere Stars sind, immer Fotos machen. Auch wenn ihr eigentlich gar kein Foto machen, gönnt das diesem Influencer, Digga, weil das ist wichtig. Bruder, wo war das? War auch mal bei irgendeiner Veranstaltung, da war ich richtig glücklich, dass ich erkannt worden bin, Digga. Wurden wir hier weitergeschickt. Ah, voll komisch. Wir sind Trainer. Das ist ein spanischer so YouTuber. Das ist sehr korrekt gewesen. 2,6 Millionen, also auch hier ein Star. Also den haben viele erkannt auf jeden Fall. Wir sind jetzt Trainer. Offiziell. Hier. Silver Card. Irgendwas. Corbiele. Ja, oder? Wir sind am Start. Da ist der Spielereingang. Hier ist der Eingang. Ich schaue euch jetzt mal ein bisschen mit. Ich filme einfach mal ein bisschen. Aber ist schon lustig, ne? Nein, bei Messe nicht. Bei Messe nicht. Nur so bei Veranstaltungen, Bruder. Bei Messe ist doch eh, was tut das? Ich hab auch schon so ein paar Leute gesehen. Was machst du hier? Arbeiten? Journalist? Ja. Okay. Wir haben gerade ein paar Bilder gemacht. Hier kommen dann irgendwie nachher die Spieler hoch. Es ist jetzt 19 Uhr. Ich glaube, da vorne werden Interviews geführt. Wir sind jetzt da in unserer Abteilung sozusagen. Wir müssen hier so hoch. Ich habe Anton verloren. Wir sind auch richtig viele Journalisten. Mich hat ein spanischer Journalist sogar erkannt, ne? Ich habe ein verrücktes Interview auf Englisch. Wegen Icon League. Der hat mich erkannt irgendwie mit Toni irgendwas. Der wusste, dass ich auf jeden Fall mit der Icon League. Hey Toni, where's Toni? I don't know. Sorry. Ja, bestimmt weißt du nicht. Der ist doch bei Icon League. Hat er gesagt, he's on the Icon League, he's President. So, jetzt sind wir da. Das ist voll geil. Wir haben nämlich so ein relativ hohes Ding. So ein, weiß ich nicht, womit ich hier überall reinkomme. Aber die meinten von uns vorhin, dass wir am Start sind. Aha, EAFC 25. Alles klar. Adidas? Kenn ich. The Zone? Kenn ich. Tops? Macher. Was geht hier ab? Rede. Ey, mir ist was eingefallen zu EA Ultimate Team, ne? Eigentlich müssten, also jeder Streamer, der gegen EA schießt, und also gegen Ultimate Team und weiter das spielt, ist fast schon ein Heuchler. Weil ich dachte mir so, Bruder, mein ganzes TikTok ist voll von allen Influencern. Wirklich jeder Streamer, alle schießen gegen Ultimate Team. Warum spielen die das noch? Hör doch auf. Nix jetzt gegen die E-Sportler, die müssen es spielen, weißt du, was ich meine? Oder Content Creator oder Streamer, deren Hauptdings FIFA ist, da verstehe ich das. Aber zum Beispiel bei den Streamern, die das nicht deren Hauptding ist, Bruder, lass uns das doch canceln, Bruder. Trimax, bestes Beispiel. Lass uns doch boykottieren, Bruder. Ja, ne, wir sind doch das Gesicht von diesen Spielen. Wir machen das doch jeden Tag und so weiter. Weißt du, was ich meine? Bruder, warum ficken wir uns selber? Lass uns doch mal versuchen, dass sie mal langsam auf uns hören. Und solche, wie zum Beispiel, Bruder, ein Gegner,
der in der 90. Minute das Spiel verlässt bei einem Unentschieden, dass man dafür keinen Sieg kriegt. Bruder, wenn FIFA das nicht macht, dann boykottieren wir es einfach. Weil es gibt wirklich Sachen bei FIFA, wo ich mir denke, Bruder, sind wir eigentlich dumm, dass wir wirklich dieses Spiel spielen und uns davon triggern lassen? Wir können es eigentlich entscheiden, Bruder. Wallah, wir können sorgen, dass sich da was ändert, aber wenn wir alle wie solche Vollidioten das Spiel weiter spielen und diesem Spiel Aufmerksamkeit geben, dann wird sich nichts ändern. Ja, es bringt nichts. Es bringt nichts, irgendjemandem das ins Gesicht zu sagen. Da muss eine ganze Streaming-Bubble mithalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir alle miteinander da gegenhalten und wirklich mal so die Sachen so über Movement und so weiter will ich gar nicht reden, weil das ist das Spiel. Das sollte ein Streamer nicht beeinflussen können. Aber so ganz klare Situationen, wo es wirklich argumentativ nichts dagegen spricht oder nur dafür spricht, dass wenn der Gegner in der 90. Minute oder allgemein, wenn der Gegner das Spiel verlässt, dass man automatisch einen Sieg kriegt. Also das ist wirklich für mich, da gibt es keine Diskussion, das muss so sein. Weil auch im echten Leben, wenn der Gegner das Spiel verlässt, verliert diese Mannschaft 3-0. So, was juckt mich, ob sein Internet daran schuld hat? Was juckt mich, ob das aus Versehen war? Oder ich wurde dadurch behindert? Fertig, aus. Also es gibt wirklich Sachen bei FIFA, sehr viele sogar, die sind ein totales No-Go. Und, Bruder, aber mich juckt es nicht. Ich lache mittlerweile über jeden Streamer, der sich immer noch aufregt über FIFA und es weiterhin spielt. Wallah. Das sind für mich wirklich, das ist so doppelmoralisch. Darüber kann ich nur lachen. Ich habe aufgehört. Ich habe aufgehört mit Ultimate Team. Fertig. Bruder, warum soll ich mich unsympathisch machen bei meiner Community? Warum soll ich Sünden begehen in meinem Glauben? Warum soll ich Stress in mein Leben... Es ist wirklich einfach nur negativer... Also was Schlimmeres aus einem Menschen kann Ultimate Team nicht machen. Und ich habe deswegen aufgehört. Fertig. Ich beleidige Zuschauer von mir, weil ich Tilt bin. Ich banne Abonnenten von mir, weil ich Tilt und toxisch bin. Ich raste aus, weil dieses Spiel mich zum Ausrasten will, weil da so viele Fehler sind. Es ist, also wirklich, ich begehe Sünden in meinem Glauben. Es ist geisteskrank. Wirklich, ich meine das richtig ernst. Ne? Wir reden gerade über ein Spiel, es ist lustig. Leute sagen, tschüss, übertreib deine Rolle nicht. Aber Bruder, diese drei Sachen, die ich aufgezählt habe, sind einfach Fakt. Deswegen, jeder, der... Ich bin da raus bei Ultimate Team und die ganzen Streamer, die sich doch darüber aufregen, aber es weiter spielen, darüber kann ich nur lachen, sage ich dir ehrlich, Digga. Das ist schon echt sehr, sehr doppelmoralisch und lustig zu sehen, dann, dass sich immer noch Streamer darüber aufregen, aber nichts dagegen tun. So sieht es draußen aus. Wir sind da lang gerannt. Und hier kommen die Fußballprofis. Ich glaube, hier ist übrigens Desai, wenn mich das alles sagt. Wer ist das? Desai? Dieser eine Verteidiger? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, hier ist der Ballon d'Or. Can I do it for me, the photo, please? Ist das die Ikone? Ich glaube schon. Auf jeden Fall. Geh doch dahin, frag mal, sorry, are you Icon? Ich sehe so Replika. Ich weiß nicht, wo der Mann uns jetzt hier hingeführt hat. Wo wollen wir, was machen wir überhaupt? Wir sind voll falsch, Geld. Wir sind richtig falsch, Geld. Der sagt, nein, wir dürfen nicht. Ich sage, hey, ich bin nur so das Raum. Er sagt, ja, wir nicht. Also da unten sind gerade so die ganzen Geschäftsmänner, habe ich das Gefühl gehabt, wo wir gerade waren. Ganz unten sind die Fußballer, da können wir logischerweise nicht hin. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade sind. Biggie, danke dir. Sag nochmal, was der Plan ist. Also in einer Stunde geht die Zeremonie los, die Spiele kommen nach und nach an. Ich versuche halt wie ein Fanboy Lamin abzufangen jetzt hier. Ja, anders geht's nicht, weil wir kommen nicht weiter durch. Also wir können... Schau, ich bin hier neben dir. Wir können überall rein, aber außer zu den Spielern. Da können wir nicht rein, logischerweise. Es war ein Wunder, Eli, dass ich nicht weggeschickt wurde letztes Jahr. Ich war an der Treppe unten. Ja, ja. Geist. Und der Mann steht hier ganz auf. Aufgeregt und versucht, die Barca-Spieler gleich abzufangen. Also ich hoffe, wir haben gute Plätze bei der Zeremonie, weil ich bin mal echt gespannt, wie das so ist, wenn man da so sitzt. Aber also bei mir ist immer noch eine ganz kleine Hoffnung, dass Cristiano Ronaldo da ist. Aber sonst finde ich es cool, die ganzen Leute zu sehen hier, ne? Aber mal gucken. Bruder, wie wir hier alle abgehen, ne? Spekulieren, glaube ich, immer, wer hier aussteigt. Oder dann kracht hier. Ja? Was sagt Anton? Was sagen die? Mit Willi. Barca-Spieler kommen gleich an und hier wird ein bisschen rumgepöbelt. Was sagst du dazu? Ja, gehört dazu, Eli, gehört dazu. Das ist der Bruch. Ich habe das Bild mit meiner Königin verpasst, Chat. Ich war hier gerade draußen und die ist hier gerade lang gelaufen. Die ist aber jetzt in die Area für die Spieler und Spielerinnen gelatscht. Ich war draußen, als sie reingelaufen ist. Der Buter ist verpasst. Die Königin. Der Mann.
hat Real vor ein paar Tagen gekommen. Bruder, man kann ja hier, es ist so krass, ne? Hier kommen die hier gerade. Wow, ich hab die Basis. Und, oh mein Gott, Dankeschön, gell? Danke. Eures Freund hat so geklärt, ja, dass ich mit dem machen konnte. Also wir stehen hier. Bro. Und man kann ja, also. Aber jetzt kein Spaß. Ich hab quasi so nett gefragt, da war gerade keiner bei ihm. Ich so, hey, können wir ein Foto machen auf Spanisch? So, ich bin gerade großer Barca-Fan. Er guckt mich nicht mal an. Ja, was sollen die denn machen, ja, Bruder? Aber Olmo habe ich, Leute. Olmo ist ein Macher. Olmo ist geil. Olmo bei Last Zocken, beim Adidas-Ding, der ist richtig bodenständig. Richtig guter Kollege. Ja, geht. Olmo, der Bruder, meinte Pro gewesen, Bruder. Ich weiß nicht halt, ob das jetzt so besonders wäre, den da zu sehen. Hätte man auch Feinde Pro gehen können, Digga. Guter Mann. Der hat dann ungefähr 3 Wochen später, nachdem wir da die... Boah, ich frag mich, mit wem würde ich da ein Foto machen, Digga? Wer ist denn da, Chat, den ich mag? Drogba, Didier Drogba würde ich, glaube ich, machen. Was wir zusammen gemacht haben, hat er aber Deutschland ins Loch gestoßen. Mit Tor und Vorlage. Digga, der Mann, sage ich, hat auch das Internet gedribbelt. Ist selber. Einfach Videos, wie er irgendwelche Dinger reinballert und dann irgendwas verrückte Sätze reingeballert in die Kamera und einfach Weltstar geworden. Also Internetstar-mäßig. Danke. Digga. Achso, ich dachte, das ist Edis, Digga. Toni, bei der Eike, ich danke dir. Schwöre es euch, der Mann ist rot, der Mann holt den Leute, den Lachs. Auf Küssen, Leute. Der Mann wird heute der beste Spieler der Welt. Warte. Boah, bester Mann, ich schwöre dir, Rodri hat so verdient, Digga. Was ich eigentlich sagen wollte, Toni hat bei der Icon League gesagt, Rodri will win the Ballon d'Or. I never seen the importance of this in-real awards in football, they have two plays. Vielleicht auch mal markieren, Fabrizio, dass es bei der Icon League gesagt wurde. Wie sieht's da aus? Alles, was der Mann sagt, ich schwör's dir, pro Icon League-Folge wird zitiert, wird hochgeladen, bla bla bla. Es wurde gerade gesagt, dass Cristiano Ronaldo angeblich da ist, backstage. Also wenn das der Fall ist, Chat, dann kann ich für nichts garantieren. Dann kann ich für nichts garantieren. So, der Mann hat so viele getroffen. Der hat einen Sommer in jedem 85 plus weg. In jedem 85 plus weg. Ich schwör's dir. Guckt euch Hakan an. Hakan Abi, hä? Hamburger Junge. Ja, Bagger. Digga, es ist so hektisch, ne? Ich gehe jetzt über den gleichen Eingang rein, wo Clarence Seedorf einfach reingeht. Jetzt weiß ich auch, wie ihr euch immer fühlt. Manchmal ist man verwegen, so nach dem Bild fragt. Ich komme hier. Weiß auch nicht. Das ist cool. Aber ich denke mir immer, ich will die Leute nicht sterben. Aber der Mann ist auch ein Macher. Jetzt hier nochmal. Einfach Seedorf, Digga. Ja, wenn ich. Schwöre, ich dachte kurz Dings, I show speed. Oder 6 von diesen Dingern da rumstehen hätte bei mir zu Hause. Das hat er. Ach, das Ding hat nichts zu bedeuten, ja, fick ich diesen Ballon d'Or, Digga. Messi Krisch, Alter, hätte ich fette Klöten. Okay, wir sind jetzt drinnen. Wir haben sogar, glaube ich, geile Plätze. So ein bisschen erste Reihe und dann hier. Ne, oder zweite? Wo sind? Ich schwöre, seit Lewandowski ist dieser Ballon d'Or, also seit Messi, finde ich, hat Ballon d'Or keinen Wert mehr. Erste Reihe, glaube ich. Dass Messi dieses eine Jahr, wo Lewandowski Ding so mutter hat, war so peinlich, Bruder. Seitdem kann ich das Ding nicht mehr so ernst nehmen. Hier vorne? Alter, guck mal hier. Hier scheppert's immer richtig. Cool. Ich schwöre es euch, wir haben mit die geil. Und wisst ihr, was das Ding ist? Messi hat das Ding nur bekommen, weil er nach Paris gewechselt in dem Jahr, ne? Erste Also peinlich, Digga. Einfach, weil das Ding auch in Paris ist. So schlecht. Hier vor uns ist niemand. Wir können perfekt. Seitdem ist bei mir vorbei. Aufgucken. Guckt euch das an. Mittig. Geil. Geil, 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 geil. Boah, ich schwöre, der hat den besten Platz, Digga. Ich glaube, es geht los. Ah, wer da? Der Pokal sieht aber schon geil aus. Die Elite-Chat. Dort sitzt die Elite. Ja. Ah, Didier. Power Shot Straight. Power Shot Straight. Rede, mein Freund. Ich habe auch überlegt, dich zu kaufen in der Welt. No problem. Thank you.
Penny Moss, mon homme, au revoir. Good evening, ladies and gentlemen, and thank you so much for being here with us tonight, live from Paris. Parmi capitales du monde de l'été pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, et à nouveau ce soir, lieu de toutes les attentions où d'autres grands sportifs sont en quête d'or. So, jetzt kommt die Spieler rein. Ganz Ballon d'Or nominiert. Oh, die Königin. Die Königin. Alexa Poutier. Und Lamine Yamal. Harry. Es ist Harry Kane. Guckt euch an. Die Königin. Es ist die Königin. Respektiert sie. Respektiert sie. Danny Olmo. Oh, Harry Kane. Gut, Harry. Rede, Harry. Savinho. Ruben Dias. Akan Çalhanoğlu. So, die ganzen Spieler kommen rein. Caroline Van Onsen. Akan Abe. Lamine Poteas. Der Harry. Na, guckt euch an. Kennen Sie den Lamine aus dem Vater, gell? Salma Paranoero. Der Mann ist 17. 17 Jahre, Bruder. Was hab ich mit 17 gemacht? Bitte. Ja, der Mann ist auch 17 von Barca? Von Barca, ja. Ja. 17. Danke, Digga. Guck mal, das Eldos. Garnacho. Digga, Garnacho, dieser Chara, Alter. Einfach ganz. Was macht der da, Junge, dieser Dulli? Garnacho, Martinez. Jan, es ist Jan Sommer. Da war spanischer Trainer. Und Rodri, der wird den Lachs heute holen. Schwört euch, Chat. Wenn Deutschland Europameister wird, dann holt einfach Toni Kroos hier das Ding, ne? Wahnsinn. Ja, Mann, kann sogar sein. Ich schwöre, hätte sogar sein können. Ist vorbei, ja, walla, ja. Gibt's nicht mehr, ne, so Ding. Gibt's nicht mehr so coole Spieler, ja, irgendwie. Weiß nicht warum, Digga. Voll tot geworden, diese ganze Fußballszene ohne Messi, Cristiano Ronaldo. Warum kommt kein neuer Ronaldo? Oder neuer Messi, Digga? Irgendwie so Chara, ja, irgendwie, keine Ahnung. So. Weiß ich nicht. Das ist krass, ne? Einfach alle nicht da. Vielleicht bald Vinny. Vielleicht ist bald Vinny auf dem Stand. Und MAP. Und Lamine. Es ist Toni Kroos. Oh, Marathon. Scheiß ab. Ich glaube, wir zeigen dir hier so ein paar Highlights. Salma Paranoero. Danke dir. Krasse, die kennst alle durch FIFA. Die hat so eine richtig krasse Evo-Karte. Ja, Mann, na, Rui Max, ne, Wallah, Kreisliga. Alexa, bitte. Ne, wieder schlecht. Ne, Kreisliga. Stimmt. Ne? Kreisliga. Da wieder schlecht, das ist. Roman. Primär schon. Sie hat wirklich hier Trivia-Shot gemacht. Bester Mann, ich schwöre dir. Der Typ ist so ein Mann, Junge. Smith. Ja, ja. Kreisklasse. So, 89, 50 Jahre Weekend. Wird vielleicht die nächste WM für mich werden. Swanson. Ja. Auch ein Punkt für jeden Weekend-League-Spieler. Vinicius Junior. Oh. Okay. Der guckt sich gerade Eike. Ja, einfach Eike. So, Rudolf, rede mal bitte. Rede mal laut und deutlich, mein Freund. Skills, for me, nothing was impossible with you on the pitch. Das ist jetzt besser, junger Spieler. Ja, ja, 100%. Ja. Arda Güler. Aber wo ist Dings? Nico Williams. Ah, der ist zu alt. Nee, wieder nicht, Ader, ne? Das ist nicht der Beste. Ja, wenn das nicht Lamine Yamal ist, dann können mich alle gegen Strich rasieren. Ah, wer ist das so, hä? And the winner is Lamine Yamal. Ja. Was ist das?
mein Freund. In ein paar Jahren holst du dir den Großen wahrscheinlich. Der holt auch Minimum 2 Ballon d'Or oder so. Der rasiert ja schon mit 17. Er ist aber 3 Jahre alt, Chat. Seine Mutter musste unterschreiben, dass er da gerade sein darf. Er hat einfach Wizka Barça erwähnt, Junge. Krass, Alter. Junge, Anton ist schon berühmt, ne? Bruder, geistkrank. Einfach da beim Ballon d'Or Dings erwähnt er Wizka Barça, Digga. So, Alter, was hat er noch gesagt? Irgendwas mit Wizka Barça. Ja, ja. 4-0. La Viña Moral, 16 años, 57 días. Rotación para la Viña Moral. Boah, diese Farbe von Messi-Zeiten noch war sehr legendär von Barca. Frauenteam des Jahres, Barcelona. Und sie ist Kapitänin des Ganzen, deswegen kriegt sie den Pokal, oder? So. Top 10 Männer, oh, Polyklos. Ja, Bruder, der muss weiter vor. Also da, Toni gehört da schon viel weiter vor. Und das heißt, ohne Deutschlandbrille. Wenn Deutschland die EM gewinnt, dann hat Toni Kroos hier den Ballon d'Or. Was man merkt, hier ist richtig dicke Luft zwischen Barca und Real. Der Präsi von Barca hat so gesagt, wir spielen den besten Fußball. Besonders gegen Real Madrid. Und jetzt wurde Real Madrid Team des Jahres. Und gibt ein paar Boos und so. Richtig hitzige Luft. Franz Beckenbauer, rest in peace. Einmal mit der Musik. Guck mal, Rummenigge. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist die Frau. Machen. Guter Freund kann niemand trennen. How does this feel to actually hear this song again so long time ago? No, oder? Yes. Stark. This is Franz Beckenbauer's. Can you hear us? Yeah. Okay. Yeah. We're a bit far. I know there's a little sound. Yeah. Mbappé 52, Harry 52. Gerd Müller Trophäe. Geil. Da ist er. Karl Heinz übergibt es. Thank you, Franz, for having me here tonight. It's a great evening and it's an honor to, take this award from a club legend. Ey, hat Harry Kane in seinem Leben schon mal was gewonnen? Das war einfach sein erster Pokal, den er bekommen hat, oder? Audi Cup. Meine Damen und Herren, einmal für die Frauen, einmal für die Männer. Bester Torwart wird jetzt gewählt, bin ich schon mal gespannt. Der Mann hier? Ja. Emiliano Martinez. Nee. Er wurde back-to-back, ne? Back-to-back, bester Torwart. Ich weiß noch, die Freien, der war so krass, ne? Trainer des Jahres. Der war echt sehr brutal. Männer, Ancelotti, Alonso, Luis de Fluente de la Puente, der wird gewinnen. Ja, der nicht. Alonso? Bester Trainer müsste einfach eigentlich Guardiola sein. Ich glaube, hier, von Spanien. De la Fuente. Luis de la Fuente. Der wird selbst gewinnen. Entrenador del año, un trofeo de Juan Cruyff. Ist para Carlo Ancelotti. Was? Ancelotti, ja. Manuri Schein. Der ist gar nicht stark, Carlo. Oder eigentlich sogar Alonso, ne, wenn du so überlegst. Ich schwöre, ihr habt recht. Was Alonso gemacht hat, ist auch geisteskrank, ne? Auf Ernst jetzt, du musst ja auch wenn man so überlegt, mit was
Also mit was für einem Background, weißt du, was ich meine? Wenn man so über, also, der hat ja kein Real Madrid, mit dem er spielt. Der hat ja gar nicht dieses Geld und diese ganzen Spieler, die man dann hat, weißt du? Alonso, Alter, man hätte wirklich schon Alonso geben können, Bruder. Oder wäre Alonso dann für letztes Jahr gewesen? Aber ich glaube, das war dann zu früh. Wenn man so überlegt, wenn das der Trainer ist vom letzten Jahr, wer war der beste Trainer? Boah, dann würde ich sogar sagen, Alter, ja. Einfach Natalie Portman verkündet jetzt die Ballon d'Or Siegerin der Frauen. Natalie Portman. Gänsehaut. 2024 Ballon d'Or France Football is Aitana Bonmatí. Bonmatí. Back to back. Back to back. A ver. So. Yeah. So. Einfach Kreisliga-Pokal. Buenas noches. Was ist hier eigentlich für ein Typ? Die beste, zweitbeste und drittbeste spielen einfach bei Barcelona. So wie damals. Messi in Istanbul geschadet. So, ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass Cristiano Ronaldo den Ballon d'Or Männer Dings dann verteilt. Aber es ist George Weah, auch Icon. Mr. President, Mr. George, my big brother, what a pleasure to see you here in Paris, where you wrote the big part of your magnificent career. How special is it for you to be back here? First of all, good evening, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be attending the France Football for inviting my word. It worked actually the same way as for the women's soccer. Jetzt zeigen die, wie das zustande kommt. Ranked in the FIFA submit their top 10 players of the season. Each 100 journalists from the top 100 countries in the FIFA men's ranking. Top 10. Each journalist establishes his top 10. Okay. Winner. The Ballon d'Or is awarded to the players with the most points. Top 10. Each journalist applies his top 10. 50 points down to 1. Die 1 anschwimmst, kriegst du 15 Punkte. Das ist krank. 100 Journalisten. Oh, okay. The 2024 Ballon d'Or French football winner is... Mal gucken, ob die buhen jetzt. Rodri. Bruder, ich schwöre dir, ich liebe Rodri so, ne? Allein dieses Trikot, was er in seine Hose steckt, hat so viel Aura. Der Typ, auf den hat man so Verlass, der Typ ist so eine Maschine. Die haben seine Mutter gefickt, Alter, leider, ja? Das finde ich irgendwie traurig, Leute. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute achten nur darauf, so, wer hat die meisten Tore geschossen. So, ja, ne, der mit den meisten Toren, der mit den geilsten Toren ist, gewinnt Ballon d'Or. Aber Bruder, wie willst du als Sechser geile Tore und die meisten Tore schießen, Bruder? Der Typ ist so erfolgreich, seit Jahren mit Man City. Und der Typ ist einfach ein Träger, ja? Der ist der Macher vom Team, Bruder. Das, was Toni Kroos bei Real Madrid ist, ist er bei City. Und bei Spanien, weißt du, was ich meine? Wanda, ich mag ihn unnormal, ich finde ihn richtig so... Wenn ich ihn sehe, ich habe so Verlass, so, weißt du, was ich meine? Man hat so das Gefühl, so, okay... Wir können uns auf Rodri verlassen, so, wir brauchen keine Angst haben. Er ist da, so, er ist ein Motherfucker. Diese viele Sauer. Aber der Arme, die Verfügung hat vollkommen. Plus dazu, Junge, was für Tore der manchmal schießt, ne? Das kommt auch nochmal dazu. Der macht ja sogar noch geile Tore. Ich weiß zum Beispiel immer, wenn er außerhalb 16er schießt, gehe ich davon aus, von einem Tor aus. Diese harten Bälle im Modus, so, bumm. Hier buhen welche, ne? Ich weiß nicht, ob man das hört. Aber... Oh.
sein muss, ne? Er kriegt Ballon d'Or, aber Neymar noch nie. Ja, Bruder, du musst dir überlegen, wo Neymars Prime war, war auch Messis und Ronaldos Prime noch, ne? Da hat Ronaldo noch bei Real Madrid gespielt, Bruder. Also, da war auch eine ganz andere Konkurrenz. Incredible night for me today. If you let me, I would like to speak in my language, in Spanish. Of my country. Bueno, buenas noches a todos. Merci. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. En primer lugar a France Football y a la UEFA. Zweiter Vinny, dritter Jude. Boah, das ist crazy, Digga. Ich könnte mir auch Rodri voll gut vorstellen bei Real Madrid, Digga. Der ist doch eh Spanier. Bei Real Madrid, die sind einfach alle nicht gekommen. Vierter kann man sein. So, da nochmal die Gewinner. Beste Frau der Welt, bester Mann der Welt. Obwohl Rodri ist so ein Barca-Spieler, ja. Er ist so ein Barca-Typ, Digga. Passt mehr zu Barca als zu Real Madrid. Der Lachs ist zu Ende. War wirklich sehr, sehr geil, dass wir hier am Start sein konnten. Liebe geht raus, dass wir eingeladen worden sind. Auch von Tops, richtiger Macher, dass sie uns sowas hier ermöglichen. Ich habe früher sowas immer nur im Fernsehen geguckt. Ein paar Jahre später sind wir... Ja, genau, so Busquets-mäßig so. ...hier vor Ort. Ihr könnt mal sagen, wie ihr die Entscheidung findet mit Rodri. Ich sag... Aber was passiert da überhaupt bei Barca? Warum haben die Real so in den Arsch... ...die gerade jeden in den Arsch? Wie geht das? Digga, haben die sich jetzt gerettet oder ist das eine Glückssträhne? Also ist das jetzt wirklich konstant oder ist das gerade nur so ein Sommermärchen? Keine Ahnung, gerade bei denen läuft irgendwie alles. Rodri kann man machen, Vinny kann man machen, am Ende streiten sich die Leute darüber. Das ist halt nicht mehr so diese Phase wie früher, ne, mit Messi, Ronaldo, wo es immer einer von beiden wurde, sondern jetzt sind da halt ein paar andere Faktoren noch drin. Ich sag aber, es wird auch jetzt gefühlt jedes Jahr jemand Neues, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es kommt halt übertrieben darauf an, wer so die Titel holt im Vereinsfußball und generell auch internationalen Fußball. Ich sag so, wenn Deutschland Europameister wird, dann wird Toni Kroos ja, wahrscheinlich Weltfußballer. Würde ich, wenn ich, England ja. Europameister wird, wird es Harry Kane oder Jude Bellingham. Das, und da entscheiden ja, halt die Kleinigkeiten. Ja, damals, Bellingham. Wenn Frankreich das Elfmeterschießen gegen Argentinien gewinnt, dann wird es Mbappé. Ich finde, es ist so ein bisschen, dieses Individuelle ist ein bisschen weggegangen, meiner Meinung nach. Kleinigkeiten, die nichts mit dem einzelnen Spieler teilweise zu tun haben, entscheiden jetzt so ein bisschen. Es kann ja auch mal jemand Ballon d'Or gewinnen, der 50 Saisontore schießt, aber keine Titel geholt hat. Ist dann zwar ein bisschen scheiße, aber so ein Haaland zum Beispiel, der wird nie einen internationalen Titel wahrscheinlich mit Norwegen holen. Was soll ich euch erzählen? Und wenn in dem Jahr gerade, na, drauf geschissen, ihr wisst, was ich meine. Wir fahren jetzt zurück. Ich muss jetzt in der Nacht nach Düsseldorf, weil ich morgen früh ein Shooting habe. 23:30 Uhr, erholt sich noch ein Crepe. So was für eine Nervensäge. Es sind minus 150 Grad. Jeha. So. Da vorne ist das Auto, mit dem ich jetzt gleich nach Hause weiter. Da ist Adam, ja. Macher, brettet mich gleich nach Hause. So, Freunde, ich habe vergessen, noch ein Auto draufzunehmen. Ich muss noch nach Düsseldorf brettern und bin eingeschlafen. Ja, geil, Alter. Geil, ich sag dir ehrlich, vielleicht stellt euch mal vor, warum auch immer, werde ich irgendwann in 5 Jahren dort eingeladen. Und zu dieser Zeit ist dann so Arda Güler so 22, 23 und so Mutter. Und er gewinnt Ballon d'Or. Und ich bin da mit meinem Sucuk um meinem Hals. Ich schwöre auf alles, ich werde nicht da auf die Bühne rennen. Mir scheißegal, wie lange ich Knast kriege. Aber ich meine nur Spaß. I just joking. Ballon d'Or, please invite me, man.